Hallo und herzlich willkommen zum fünften Tag. Bei den Road to Throne Weeks, wie Alper das Weeks. Am Schluss des letzten Vlogs genannt hat. Ja, was läuft hier eigentlich? Ja, eigentlich sind wir schon bei Tag 6, aber gestern haben wir eigentlich nur die News gemacht. Und News. Hier ist auch der Alper. Hallo Alper. Stell dich mal kurz vor und sag, was du machst. Ich bin Alper, ich bin 28 Jahre alt, ich mache gerne Spaziergänge am Strand, ich mag den Geruch von Regen, wenn Sommer ist und ich... Wir wechseln die Seite, dann haben wir... ...werde gerne gefilmt ohne Gegenlicht. Und was machst du gerade? Okay, ich würde gerne an den Skripten zu Game of Thrones weiterschreiben, aber tatsächlich hat Jonas noch einige Anmerkungen gehabt zu unserem ersten Skript über die Politik und die Geschichte, auf der Game of Thrones basiert. Damit ist das Skript noch länger geworden. Willst du damit quasi sagen, dass ich ein Pedant bin oder was? Ja, aber ist ja nicht schlimm, das ist ja eine gute Sache, aber du hast mir auf jeden Fall noch ein paar Anmerkungen gegeben, also ein paar Ideen, was ich sonst noch reinnehmen kann, die habe ich auch alle eingebaut. Jetzt ist das Skript sehr komplex, sehr lang, sehr... Ich würde sagen, wir machen die Throne Week jetzt einfach nur jeweils ein Video. Ein Video. Du machst ein Video, ich mache ein Video. Dieses Video wird länger und länger. Ich bin noch gespannt, ob wir das geschnitten kriegen. Das werden wir nächste Woche sehen, wenn die Throne Weeks anfangen. Ja, es wird auf jeden Fall schwierig. Müssen wir diese Woche nochmal absprechen, wie wir das machen. Aber das kriegen wir schon hin. Deswegen ist leider diese Woche die Kritik zu All Eyes on Me, dem Tupac-Film, nicht erschienen. Eine Kurzkritik? Ja. Der Film ist gut. Wenn ich jetzt eine Kritik gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich 7 oder 8 gegeben. Wahrscheinlich eher 8, aber kann ich jetzt nicht sagen. Die Punkte immer. Ey, scheiß auf Punkte. Und jetzt machen wir noch eine Challenge. Ja. Jonas trinkt ein ganzes Glas Wasser aus. Ist es mit oder ohne Sprudel? Das ist ohne Sprudel. Ja, dann ist es so, kein Problem. Ja, komm, dann ist es voll langweilig, dann mach ich das nicht. Ja, mach. Du hast nicht gesagt, wie lange ich dafür brauchen muss. Egal, hier ist noch genug Band quasi. Oh, 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 krass, oh, krass. Heftig, heftig. 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 Oh, oh, oh. Heftig. Oh, du stirbst, wenn du zu krass erzählst. Weißt du, wie wir das Video jetzt nennen können? Wir können das Video jetzt... Krasse Wasser-Challenge. Cutter fast ertrunken. Das Throne Weeks Vlog mit Bestrafung. Ja, genau. Boah, wie wär's mit Weiterarbeiten hier, Throne Weeks Club? Ja, ich arbeite gerade noch an den Unterschieden der Serie und den Büchern und das Skript wird auch immer länger und länger. Ich bin inzwischen bei 11 Seiten. Bei 11? Ja, warte. Oh, die Seite ist leer. Da ist eine Seite. Leere Seiten zählen. Zwei Seiten komplett. Jonas, leere Seiten gelten nicht. Das ist ja eigentlich, wie man Alpers Mutter nennt. Lady Brokeheart. Oh. Wenn dann Broken Heart. Ich weiß, aber das musst du halt okay. Broken Heart. Marius, wie würde man dann deine Mutter nennen? Nicht so. Wollt ihr schon mal Alpers Bart rasieren? Dann jetzt. Wollt ihr schon mal immer mal Alpe beim Pinkeln zugucken? Das seht ihr gleich. Coming soon. Ich muss echt pinkeln. Okay, reicht. Komischer Vlog. Valamogulis. So, hallo, herzlich willkommen zu Tag 6 der Throne Weeks Vorbereitung. Auf der Straße zu den Thronwochen, wie Alper es nennt. Und da sitzt er auch schon und macht irgendwas. Ich überreiche dir die Kamera. Du darfst sie einfach nehmen und dich filmen. Ich bin müde. Ich arbeite gerade nicht mal für die Throne Week. Ich habe gerade ein Skript fertiggestellt und beantworte jetzt ein paar E-Mails, die dringend beantwortet werden müssen. Das ist leider auch Berufsalltag, das gehört dazu. Das mache ich immer wieder mal zwischen Skripten. Und Jonas ist damit... dem uncoolsten Spielzeug aller Zeiten beschäftigt, nämlich mit einem Fidget Spinner. Wow. Das ist ziemlich peinlich, Jonas. Moment. Das Coolste eigentlich daran ist, dass man damit so störende Geräusche machen kann. Oder. Oder. Mach jetzt mal den Augapfel. Das ist das genaue Gegenteil von cool, Jonas. Aber ich habe mir das nicht gekauft, weil das cool ist, sondern weil mir das Spaß macht. Jonas, welches Skript schreibst du gerade? Was machst du? Achso, ich mach gerade den Podcast. Okay, wir haben einen Podcast gemacht zu Adam West und Batman. Das kam gestern raus. Und das war ganz interessant. Aber jetzt schreibe ich dann gleich wieder an den Unterschieden von Buch und Serie weiter, weil dieses Skript ist einfach, das hört nicht auf, weil das... so ultimativ viele Unterschiede sind. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 16 Seiten. Okay. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen kürzen oder so. Stimmt es, dass du morgen arbeitest? Ja. Morgen ist Feiertag eigentlich. Was ist morgen für ein Tag? Frohen Leichnam. Ja. Und du willst trotzdem arbeiten? Ja, ich war heute Morgen auch um 7 schon hier. Ja, okay. Wann kommst du als?
Also ich war um 9.30 Uhr da, aber 9.30 Uhr ist auch unsere abgemachte Arbeitsbeginnzeit. Sie kann auch nichts dafür, wenn du um 7 Uhr bereits... Weißt du, was ich ultimativ am frechsten finde? An Marius. Wenn ich mal irgendwie so eine News vorproduziere, also nicht, normalerweise schreiben wir die News direkt Montag, ja. wenn ich die manchmal vorproduziere, dann vielleicht schreibe ich manchmal schon Donnerstag oder Freitag was vor und dann sagt Marc zu mir, dass ich ein Streber bin. Stimmt das, Marius? Ist ja auch einer, oder? Ja. Also hast du das jemals gemacht? Finde ich auch, ne, ich habe das selber noch nicht gemacht. Also ein Fidget-Trainer-Streber. Das ist Streber. Schule, das ist Arbeit, das ist nicht Streber, das ist einfach schlau vorzuproduzieren. Hat er da recht? Okay, ja, Sion, das ist ein Streber, damit hätten wir das... Dieses Video ist der Beweis dafür, dass ich recht habe, nämlich wenn wir das nicht vorproduzieren würden, dann gäbe es okay, alles klar. Aber dann gäbe es diesen Vlog nicht, das stimmt. Jonas, darf ich vor der Kamera auch mal mit dem Fidget Spinner spielen? Ja. Dankeschön. Soll ich für dich filmen? Wirst du den jetzt weg? Ja, sehr gut. Ich hatte ihn sogar nicht mehr. Er dreht sich sogar! Er dreht sich tatsächlich noch! Moment, ich wollte noch was zeigen, wie du halt immer hier liegst auf dem Sofa. Okay. Ach, fuck you. Nicht Alper ist immer so in den Four Weeks, liegt er immer hier. Dann nimmt er hier so die Decke und deckt sich so damit zu. Oh, sieht aus, als wenn er tot wäre. Stimmt. Oh. Alper ist Robb Stark. Lass ihm den Kopf abhacken. Warum machst du eigentlich immer so Nahaufnahmen von seinem Mund? Ist das irgendwie so ein Fetisch von dir? Oh, das ist, wie das immer in die Fresse ist. Für alle, die gefragt haben, hier ist Alfie. Alfie, sag mal Hallo in die Kamera. Oh, kennst du dieses Video? Hunde im Weitwinkel, ganz nah dran. Okay. Fehlt noch die Hüte, kannst du den Hut aufsetzen. Ach, guck mal, ist die Alfie-Cam. Die Alfie-Cam. Alfie. Fidschi. Alfie, gib mir einen High-Five. Oh. So, herzlich willkommen zu Tag 7 der Road to Throne Weeks. Und ich bin heute, wie ihr sehen kann, ein bisschen alleine im Büro. Heute ist eigentlich ein Feiertag, aber ich habe mir gedacht, das Zeug muss ja alles fertig werden. Was heißt das Zeug? Die Videos müssen alle fertig werden und deshalb hänge ich mich jetzt noch ein bisschen rein. Aber da habe ich mir gedacht, okay, dann gebe ich natürlich noch eine kleine Belohnung und habe mir noch einen geilen Erdbeerkuchen geholt. Da ist sehr lecker. Ich schreibe derzeit immer noch an dem Unterschiede-Skript und ja, wie gesagt, das wird immer länger und länger. Das ist inzwischen jetzt 17 Seiten lang. Alper und der Marius sind heute, glaube ich, irgendwo unterwegs und lassen sich gut gehen, die Ficker. Und ja, dann geht's morgen wieder weiter. Alper ist dann morgen wieder da und Marius, glaube ich, auch. Und dann sehen wir uns dann. Valar Morghulis. Hallihallo zu Tag 8, Jonas. Tag 8. Unserer Road to Throne Weeks. Alfie, komm mal her. Spring mal hierher. Schau mal, wer hier zu Gast ist. Wir haben unsere Köpfe angestrengt in unserer Vorbereitung der Throne Weeks. Das war sehr anstrengend. Das klingt, als ob wir erst nach ein paar Tagen angefangen hätten, unsere Köpfe anzustrengen. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, ich gebe jetzt Alfie mal eine Denkaufgabe. Ich packe nämlich hier in diese Pantoffel ein Leckerli und gebe Alfie die Aufgabe, das rauszukriegen. Schauen wir mal, ob er es schafft. Ja, Alfie, da ist es drin. Ich hab's nicht. Du hast doch gesehen, wo es ist. Oh Gott. Er riecht's an meiner Hand und denkt, Alfie, du weißt, da, schau mal, wo es ist. Das dauert in der Regel 5 Minuten oder so, bis er es findet. Ja, dann erzähl mal weiter. Ich korrigiere gerade ein sehr langes Skript, das Jonas geschrieben hat. Das ist sehr viel Arbeit, das dauert jetzt schon. Also ich habe schon verraten, um was es geht. Ja, die Unterschiede zwischen Buch und Serie. Ich muss sagen, ich habe es jetzt gelesen. Es ist wahnsinnig gut. Ich bin sehr gespannt auf das Video. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Alfie arbeitet immer noch an dem... Er hat's. Brav. Alfie, dreh dich. Und sitz. Brav. Okay, aber Alper, dreh dich mal. Und jetzt sitzt auf dem Boden. Fein gemacht. Krieg ich jetzt auch ein Leckerli? Du kriegst den Fidget Spinner. Der jetzt mal in diese Tüte kommt. Nein. Wir haben auch ein paar neue Sachen gekauft, zum Beispiel per Zeitmaschine durch die Geschichte. Das ist ein cooler Reiseführer durch verschiedenste Ereignisse der Geschichte, zum Beispiel die Zerstörung der Stadt Pompeji durch den einen Vulkan. Nicht die Zerstörung der Stadt Valyria. Nein, nicht Valyria. Ich habe außerdem auch mal, ganz interessant, ein Photoshop-Handbuch gekauft, das relativ teuer war für eine Zeitschrift. Da können wir schönere Thumbnails basteln. Aber ja, die Sache ist, wir können ja schon ganz gut mit Photoshop umgehen. Allerdings, ich würde sagen, ganz okay. Ganz okay. Man lernt ja nie aus und deswegen kann man da sich ein bisschen weiterbilden. Ansonsten, weiter Game of Thrones. Nächste Woche fangen wir an mit dem Dreh.
Nächste Woche beginnt der Dreh. Wir haben jetzt gerade Freitag. Und am Dienstag voraussichtlich werden wir, wir haben sehr viele Skripte geschrieben, werden wir, denke ich mal, einen Tag einlegen, wo ich sehr, sehr viel drehen werde. Willst du mal kurz die Übersicht zeigen? Aber ich zeige einfach nur von den Farben her. Guck mal. Alles, was grün ist, ist fertig. Alles, was rot ist, ist nicht fertig. Ja, ich mache das mal so, dass man das nicht lesen kann, hoffentlich. Auch hier meinen privaten Chat nicht. Was sonst noch, Jonas? Ja, ich suche schon mal ein paar Bildchen raus für die ganzen Videos. Mhm. Das werde ich jetzt wahrscheinlich anderthalb Tage lang noch machen. Ja. Das freue ich mich richtig drauf. Ja. Aber du kannst Musik hören die ganze Zeit. Genau, das stimmt. Das mache ich aber, das machen wir beide eigentlich immer. Ja, aber nicht beim Schneiden. Nee, beim Schneiden nicht, aber du eigentlich die ganze Zeit beim Schreiben. Ja, immer. Deshalb hilft. Redest du immer so einen Scheiß. Aber es hilft dabei, mich zu konzentrieren und zu schreiben. Also Musik hat mir auch in der Uni immer weitergeholfen. Ich brauche Musik, um konzentriert zu arbeiten. Willst du dir vielleicht so ein Tattoo stechen lassen? Music is my life. Alfie, was hältst du davon? Nee, der? Nee, der frisst eben einen Karton. Warum frisst der Karton? Weil das aussieht wie ein Leckerli. Alfie, warum frisst du Karton? Weil wir heute gerade so wenig, so viel gedreht haben, wird Jonas jetzt lustige Musik einspielen und ein Video von Alfie einblenden, reinschneiden, das ich vorgestern gedreht habe.